Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Kingdom Hearts. In der letzten Episode haben wir einen Haufen neuer Abilities und Fähigkeiten gelernt, Tagebücher bekommen und alles mögliche. Und wir haben den Archia-Reif erhalten, der unsere HP und unsere Angriffskraft verbessert. Den werden wir auch gleich ausrüsten. Eine Protiss-Kette geht auch noch an uns. Dann kriegt Donald noch eine Protiss-Kette, um seine mickrige Verteidigung zu verbessern. Denn Donald persönlich hat die niedrigste Verteidigung unserer Truppe und auch sehr wenig HP. Ich werde auch nochmal eine Potion equippen. Und was haben unsere Leute noch? Die haben noch Potions. Die werde ich ihnen aber auch gleich sofort wegnehmen. Denn ich möchte nicht, dass sie die verballern. Und wir haben einen Satz Gummis bekommen, die wir benutzen können, um Gummijets zu bauen. Für den Anfang bleibt das erstmal komplett uninteressant für uns. Aber wir haben die Purzelbaum-Ability gelernt, die ich auf jeden Fall ausrüsten möchte. Berserker und die XP Zero sind uninteressant für uns. Donald kann Berserker, werden wir nicht ausrüsten, aus demselben Grund, weswegen wir es auch nicht bei Sora ausrüsten. Und Goofy kann die Goofy-Rakete und Jackpot. Goofy-Rakete ist komplett uninteressant, aber Jackpot ist sehr cool. Dadurch kriegen wir nämlich mehr Taler, LP und HP und MP-Kugeln. Ich weigere mich, es LP zu nennen. Außerdem haben wir die Magie freigeschaltet und haben Feuer gelernt. Ich werde das jetzt mal auf die X-Taste packen, denn Dreieck ist für mich zum Heilen gedacht. Und mit X können wir jetzt Feuer zaubern. Das verbraucht, wie ihr seht, wir haben so eine kleine... Ihr seht diesen gelben Punkt auf der Magie. Dieser ist sozusagen ein halbes MP. Wir haben 2 MP. Wir haben einen Zauber benutzt, jetzt haben wir noch 1,5 MP. Jetzt benutzen wir nochmal. Dann haben wir noch 1 MP. Und wir können noch einen dritten zaubern, denn das letzte MP wird nicht in ein halbes MP umgewandelt, aus welchem Grund auch immer. Von daher, wir können im Moment 3 Feuerzauber zaubern, die ich gerade alle verschwendet habe. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn wir haben dieses komische Zeichen hier. Und jetzt können wir auf diese komischen Zeichen eingehen. Das ist ein Trio-Symbol. Man findet es vielerorts in verschiedenen Farben. Anfangs reagieren nur die blauen. Auf diesen Symbolen können Sora, Donald und Goofy ihre Kräfte vereinen und eine Trio-Tech ausführen. Das heißt... Wenn wir die Trio-Tech ausführen, wie bei dieser blauen hier, können wir den Trio-Sprung aktivieren. Dieser sorgt dafür, dass hier tonnenweise Taler runterfallen, die wir auch gleich mal alle einsammeln. Ihr habt schon gesehen, da waren auch sehr große Talerkugeln bei. Und das waren 97 Taler. Keine schlechte Ausbeute. Und falls ihr euch erinnert, hier war ja noch eine, die werden wir auch gleich auslösen. Und diese bringt uns hier nach oben zu einer Kiste. Wenn ihr die Kiste hier jetzt nicht einsammelt, ist es extrem schwer, hier nochmal hochzukommen. Also hier nicht einfach die Postkarte stehen lassen und wieder runterspringen. Es ist möglich, hier wieder reinzukommen, aber erst sehr, sehr, sehr spät im Spiel. Immerhin haben wir noch eine Postkarte erhalten, also das ist schon mal sehr gut. Wie erwähnt, wir können bisher nur die blauen Techniken aktivieren. Die roten hier sind uns noch ein komplettes Fremdwort. Dementsprechend gehen wir mal weiter. Denn es gibt jetzt hier noch den Itemladen, den ich bisher immer wieder umgangen habe. Denn in dem Itemladen gibt es eine Handvoll Sachen. Hier sind erstmal Tick, Trick und Track. Und hier oben haben wir diesen Kronleuchter. Wenn wir den anvisieren und hauen, fängt dieser sich an zu drehen. Und wir halten eine weitere Postkarte. Wenn wir jetzt hier mit Tick, Trick oder Track, ich muss jetzt mit dem blauen hier reden, ich weiß nicht, welcher ist. Aber wenn wir mit dem blauen hier reden, können wir seinen Itemladen benutzen. Und unter anderem können wir den Stern oder Kampfstab kaufen. Ich möchte jetzt erstmal den Sternschild und den Buckler kaufen. Wenn ich es mir leisten kann, die anderen beiden auch noch. Wunderbar. Und das sind Waffen für Donald und Goofy. Und ich möchte erstmal den Zauberstab durch den Sternenstab verbessern. Der gibt ihm ein wenig mehr Angriffskraft und behält seine MP. Der Hammerstab würde ihm sehr viel Angriffskraft geben, kostet ihn aber MP. Was keine gute Wahl ist bei Donald, da Donald hauptsächlich ein Magier ist. Also Sternstab. Für Goofy werden wir den Buckler verwenden, der gibt ihm nämlich einen schönen Angriffsbonus. Obwohl der Dreieckschild besser ist, um zu schützen und zu parieren, vor allem weil er größer ist. Aber für uns ist im Moment bei Goofy eigentlich die Angriffskraft wichtiger als seine Verteidigung, da er sowieso sehr, sehr viel Verteidigung hat. Ansonsten sind wir hier im Itemshop auch fertig. Und das nächste, was wir tun müssen, ist... Es gibt hier noch eine Handvoll Items einzusammeln in Traverse. Es sind aber, dadurch, dass wir die Bosse hier besiegt haben, im Moment auch keine Gegner hier. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe alle Gegenstände einsammeln. Denn, wie ihr erfahren habt, hier bei dem Tresor, wir können ja alle Schlösser öffnen. Und Sora kann das mit seinem Schlüsselschwert aufmachen und hier ist noch eine Postkarte drin. Eine Sache, die mir gerade einfällt, die ich komplett vergessen habe, ist zwar jetzt nicht ganz so wichtig, aber während der einen Sequenz eben... Bevor wir den Boss gekillt haben im letzten Part, hätte ich nochmal hierher zurückgehen können, dann würde hier Aerith stehen und die würde euch, glaube ich, nochmal eine Mega-Potion geben. Ist jetzt leider zu spät, ich habe nicht mehr daran gedacht, ich habe es vergessen, da ich den Bosskampf noch in den Part reinbringen wollte. Aber gut, ist jetzt so, was soll ich machen, es ist zu spät.
Ansonsten hier hat sich, glaube ich, nicht allzu viel verändert. Ihr seht, es sind jetzt einfach keine Gegner mehr da. Und ich merke gerade, ich habe keine MP mehr. Das war nicht so brillant. Ich hätte einen MP behalten sollen. Aber gut, das ist leider zu spät. Muss ich ja nochmal zurück. Hier in der Villa mit Kniff hat sich auch nichts getan. Ihr seht, keine neuen Gegner, keine neuen... gar nichts. Das Einzige, was sich verändert hat, ist... hier, erinnert euch, die Leiter war hier. Die Leiter ist jetzt auf der anderen Seite und wir können sie jetzt hochklettern. Und das ist auch ganz nützlich, denn so kommen wir wieder an einen zusätzlichen Ort. Hier oben können wir erstmal eigentlich auch nichts machen. Es sind keine Gegner hier. Ihr seht, hier hinten ist eine rote Triotech, aber die Kisten versperren uns den Weg. Und wie gesagt, wir können rote Trios sowieso nicht aktivieren. Von daher können wir das auch komplett ignorieren und können erstmal hier rüber springen. Denn hier auf dem Dach müsste eigentlich unter anderem eine Kiste sein. Wo wir nochmal ein Mithril-Erz einsammeln können. Und wenn wir hier durch den... durch diese kleine Öffnung springen, landen wir hier oben. Und die Stelle solltet ihr euch eigentlich erinnern, denn das war hier, wo Donald und Goofy von dem Herzlosen runtergekickt wurden. Und hier finden wir eine Postkarte in der Ecke und ich glaube, in der anderen Ecke ist nichts. Nein. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir uns auch hier in Traverse Ost ein bisschen umsehen. Hier hinten seht ihr, ist eine kleine Fontäne mit den beiden Hunden aus Susi und Strolchi, hießen die, glaube ich. Ansonsten, wenn wir hier hochgehen, ist hier nochmal eine Triotech, die wir auch gleich aktivieren werden. Dafür gibt es nochmal einen Haufen Taler und sogar einen Gegenstand. Und zwar ein Camper-Set. Ist jetzt auch nicht so tragisch, aber wir sammeln alles ein und immerhin fast 50 Taler. Das heißt, unser Geldvorrat steigt wieder an, nachdem wir alles ausgegeben haben. Jetzt können wir hier noch die Tür hier, das hier untersuchen und mit unserem Schlüsselschwert das Schloss hier aufsperren. Dadurch haben wir die Türen hier aufgeschlossen und haben jetzt eine Abkürzung von Traverse Mitte nach Traverse Ost. Und wenn wir schon hier sind, gehen wir nochmal zurück auf, zum Accessoireladen. Denn eine Besonderheit, die der hier der Speicherpunkt hat, ist, erfüllt eure MP wieder auf. Hier, das können wir mit einem Feuerzauber anzünden. Das hat erstmal auch keine großartige Auswirkung auf irgendwas. Aber für später ist das relativ wichtig. Also von daher, glaubt mir das einfach und macht das, was ich gemacht habe. Zündet das Ding an und seid glücklich. Jetzt gehen wir nochmal zurück nach Traverse Ost, denn mit dem Feuerzauber gibt es hier noch etwas zu erledigen. Darum, ich hätte es vorhin schon gemacht, hätte ich mein Feuer nicht verballert. Aber gut, es ist jetzt nun mal so. Ihr seht nämlich, hier hinten ist eine Tür. Und diese Tür hier, da ist auch so ein Feuersymbol drauf. Wenn wir Feuer drauf zaubern, dann wird das aktiviert und die Tür geht auf und wir können durchgehen. Damit befinden wir uns in der hinteren Gasse, wo wir diese lebenden Steine haben, die hier von uns wegrennen wollen. Allerdings können wir da auch ohne größere Probleme dagegen springen und hier kommen wir nicht rein. Allerdings, wenn wir uns hier zur Seite bewegen, finden wir diesen leeren Fragezeichen-Raum. An die Kiste da drüben kommen wir noch länger nicht ran, da wir eine Fähigkeit nicht haben. Und hier ist eine gelbe Trio, die wir auch nicht aktivieren können. Wenn ihr da nach oben guckt, seht ihr da oben eine Kiste, an die kommen wir aber leider nicht ran. Die Kisten hier können wir auch nicht vermöbeln, von daher lassen wir das gut sein. Und wir gehen erstmal in den leeren Raum. Denn so, wenn da schon ein Fragezeichen ist, dann hat dieser leere Raum sicher irgendwas Besonderes. Hm. Er sieht schon sehr leer aus. There's something about this musty place. Okay. Hey Kairi! Jetzt bist du aber da, oder? Coole Sache. Wie geht's dir? It reminds me of the secret place back home. Mhm. Where we used to scribble on the walls. Remember? Ja klar, ich war ja erst dort. Kairi? Sora? Hast du schon wieder halluziniert? Ich glaube, du solltest mal zum Arzt gehen, Sora. Ja, vielleicht hat er ein bisschen zu viel aufs Dach bekommen. Darum ist er so verwirrt. Nun, nun. Ihr kommt früher, als ich dachte. Sie haben gewusst, dass wir kommen? Natürlich. Sind Sie ein Herzloser? Er sieht nicht danach aus. Du meine Güte, nein. Ich heiße Merlin. Wie ihr seht, ich bin ein Zauberer. Ich reise viel. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Euer König hat mich um Hilfe gebeten. König Mickey? Ja, eben der. Donald und Goofy. Und wer bist du, junger Mann? Ich bin Sora. Aha, ihr habt also den Schlüssel gefunden. Warum hat der König sie gebeten? Einen Augenblick. Ach ja, der gute alte Merlin. Presto! Schöne Anspielung an die Hexe und der Zauberer mit seiner Tasche, in die er seine ganzen Gegenstände verkleinern kann.
Und jetzt zaubert er sie alle wieder raus. Und damit ist der Raum wieder gefüllt. Und ihr seht, es ist eine Trio aufgepoppt. Haufenweise Bücher, Gegenstände. So, euer König bat mich, euch die Kunst der Magie zu unterweisen. Wir können jederzeit damit beginnen. Lasst mich wissen, wenn ihr mit der Unterweisung beginnen wollt. Oh, noch was. Hey, die gute Fee! Hallo, ich bin die gute Fee. Euer König hat auch mich gebeten, euch zu helfen. Ich stehe euch während eurer Reise zur Seite. Ich weiß nicht, ob ich eine Großhilfe bin, aber kommt jederzeit vorbei. Was das bedeutet, ist, ihr könnt hier bei ihm Magie üben. Also er bringt euch keine neuen Zauber bei, sondern ihr könnt hier oben mit unbegrenzt Magie gegen verschiedene Ziele eure Fähigkeiten und Zauber ausprobieren. Was ganz nützlich sein kann, wenn ihr wissen wollt, wie Zauber funktionieren und so weiter. Ich kenne natürlich alle Zauber, von daher kann ich euch auch ohne Probleme demonstrieren, was die tun. Hier eben nochmal eine Triotech, das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich überhaupt hierher bin. Hier kriegen wir nochmal eine Handvoll Taler. Ein bisschen was ist es auf jeden Fall. Und jetzt haben wir 455 Taler und dementsprechend können wir auch den Ort hier verlassen. Denn wir sind an und für sich hier komplett fertig. Mehr können wir im Moment in der Stadt Traverse nicht erledigen. Wir haben alles getan. Dementsprechend machen wir das, was Donald und Goofy uns geraten haben. Und verlassen diesen Ort nun. Jetzt müssen wir erstmal nochmal über diese mürrischen Steine. Und dann können wir hier über Traverse Ost zurück in Traverse, nach Traverse Mitte. Und dann geht's weiter in Richtung Neuer Welten. Mal sehen, was uns noch so alles erwartet in diesem Spiel. Immerhin haben wir erstmal... Das Spiel hat gerade erst begonnen und wir haben schon haufenweise Abenteuer erlebt. Bosse besiegt, Monster getötet. Erfahrungen gesammelt, gelevelt, alles mögliche haben wir schon gemacht. Ein Traum. Der nicht enden will, denn wir können das Tor zur Welt nutzen. Auch interessant, dass sie hier ein Tor haben, das euch auf die Weltenkarte bringt. Also ist ganz gut, dass ihr einen Gummi-Jet habt. Aber vorsichtig, wenn ihr keinen habt, nicht durch die Tür gehen, sonst fallt ihr in den Weltraum und seid sofort tot. Bodenstation an Crew. Der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort. Mit Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Die Kampfstufe gibt den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzlosen in dieser Welt. Okay, für den Anfang, wir haben hier Stern Nummer 1, wir haben hier Stern Nummer 2 und wir haben hier in der Ecke das Schloss Disney. Hier kommen wir leider das ganze Spiel über nie hin, was ich etwas traurig finde. Aber gut, was sollen wir machen? Wir reisen nach Stern 1 und eine Besonderheit in dem Spiel, etwas, was ich sehr gerne mochte in Kingdom Hearts 1, das Reisen mit dem Gummijet. Mit dem Gummijet reisen wir von Welt zu Welt. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu stören. Deswegen muss der Gummijet gekonnt gesteuert werden. Deine Reise wird dokumentiert, bis du dein Ziel erreicht hast. Mache die Mission, die jede Welt zu bieten hat, ausfindig. Der Gummijet wird mit dem linken Stick gesteuert. Neige den linken Stick nach oben, um nach unten zu fliegen und umgekehrt. Die blaue Leiste zeigt die Energie, zum Beispiel für Laser und Fangnetze an. Aber ja, vorsichtig sein, was den Energieverbrauch angeht. Die grüne Leiste zeigt die Schildenergie an. Fällt die Schildenergie auf 0, geht es zurück zum Ausflugsziel. Das ist eigentlich im Moment alles. Wir können mit der X-Taste bremsen und mit der Kreistaste können wir schießen. Und diese Dinger, die wir hier haben, wir haben hier gerade ein Protestgummi eingesammelt. Wir können hier tonnenweise Gegenstände einsammeln, wie zum Beispiel diese Schutzschilde, die unsere Schutzschilde wieder auffüllen. Und ansonsten, wenn wir hier halt die Schiffe zerstören, dann droppen die Bausteine. Und wenn wir die einsammeln, so wie wir das hier gerade tun können, können wir damit später unser Gummischiff verbessern. Darum würde ich euch gerade anfangs raten, zu versuchen, so viel wie möglich zu zerstören und einzusammeln. Wir haben hier gerade einen neuen Bauplan bekommen, Ariman. Und ansonsten gibt es hier haufenweise Steine, die wir dann benutzen können, um unser Gummischiff aufzuwerten, was ich auch tun werde. Es gibt tonnenweise Let's Plays von Leuten, die keinen Plan haben, wie das Gummijet-System funktioniert und mit dem Standard-Gummijet bis zum Ende des Spiels fliegen. Das werdet ihr bei mir nicht erleben, denn ich weiß, wie das Gummijet-System funktioniert und wir werden unseren Gummijet, soweit es geht, aufwerten. Wenn ihr gut seid im Fliegen, könnt ihr eigentlich auch das meiste einsammeln, ohne dass ihr abbremst. Und ich meine, ihr schafft es sowieso nicht, jedes Item einzusammeln. Von daher nicht traurig sein, wenn mal was daneben geht. Wir werden unseren Gummijet wahrscheinlich auch relativ zügig
modifizieren mit den neuen Gummisteinen, die wir in den Welten finden und die wir für das Zerstören von Gummijets finden. Denn, Spoiler-Alarm, ihr findet auch Gummisteine, wenn ihr durch die Welten fliegt. Hier noch ein paar Gummischiffe zerstören. Ah, da kriege ich noch was. Den kriege ich auch noch. Mehr Protestgummis. Protestgummis sind Schildgummis, die verbessern eure Lebensenergie. Oder eben die SLD-Leiste. Und damit haben wir unser erstes Ziel erreicht. Ich schieße noch ein paar Mal drauf. Und wir haben einen neuen Highscore erhalten. Das ist jetzt auch eine Sache, die ist neu in Final Mix. Es gibt in jeder Mission 3 Gummijet-Missionen. Diese werden wir allerdings in diesem Let's Play komplett ignorieren, da die sind zwar für eine Trophy wichtig, aber ansonsten bieten die eigentlich nur Gummijet-Teile. Und ich habe die Platin-Trophäe hier schon und ich mag die Gummijet-Missionen nicht. Da sind nämlich ein paar dabei, die sind richtig übertrieben schwer. Von daher werden wir die komplett auslassen. Und wir befinden uns im Wunderland. Wundersame Begegnungen. Ja, eigentlich nicht, wir sind im Wunderland. Da hätte jetzt auch Wunderland stehen können. Und wie Alice sind wir erstmal durch den Kaninchenbau nach unten. Oh, das weiße Kaninchen. Und es ist wie immer zu spät. Eieiei. Das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend, es gibt hier im Moment eigentlich nicht viel zu tun. Die Trio-Technik können wir noch nicht aktivieren, weil wir keine grünen Trios haben. Und ansonsten ist hier nur eine Tür. Wenn wir die Tür aufmachen, ist da noch eine Tür und noch eine Tür. Aber wenn wir alle Türen aufmachen, dann können wir hier durch. Es ist das Wunderland, natürlich ist hier alles ein bisschen verrückt. Oh, wie bist du so klein geworden? Wir können jetzt zurück in den Kaninchenbau, aber da gibt es erstmal nichts zu tun. Ansonsten haben wir hier eben dieses riesige Zimmer. Und das Erste, was wir tun, ist erstmal dieses Bett hier drücken. Was dazu führt, dass nichts passiert. Interessant. Aber gut, jetzt müssen wir hier erstmal mit dem Türknauf reden. Ui. Must you be so loud? You woke me up. Eieiei. Tut mir leid, Herr Türknauf. Good morning. Good night. I need a bit more sleep. Wait, what do we have to do to grow small? Why don't you try the bottle? Okay. Over there. Die Flasche da drüben. Okay, wir benutzen die Flasche da drüben. Und damit ist dieser Tisch hier zum Leben erwacht, aus welchem Grund auch immer. Und diese Flasche hier, wenn wir die trinken, dann werden wir klein. Und dadurch ist jetzt das Wunderzimmer riesengroß geworden. Und ihr seht schon, dass der Grund, warum ich das Bett aus dem Weg geräumt habe, ist, damit ich in die Tür hier rankomme. Sobald wir hier runterspringen, spawnen jetzt hier neue Gegner. Welche ganz lästig sein können, diese kleinen roten Teufelskerle. Vor allem, weil wir im Moment noch keine großartige Möglichkeit haben, uns darum zu kümmern. Ihr seht schon, Klappersoldaten, die können wir jetzt allerdings relativ einfach mit Magie ausschalten, was sehr gut ist. Während wir die kleinen Magier hier am besten so verprügeln. Und ja, damit können wir eigentlich relativ gut arbeiten. Eine neue Fähigkeit, die ich vorhin gelernt habe, war die Purzelbaumfähigkeit. Damit können wir diese kleine Ausweichrolle machen. Oh, da hat der gute Donald das schon erledigt. Dankeschön. Ihr seht schon, Donald mit seiner Magie kann hier gut reinhauen. Dann sammeln wir nochmal ein bisschen die Beute ein. Denn leider haben wir noch keine Möglichkeit, diese Beute direkt an uns zu binden. Und für die Kleinen hier benutzen wir weiterhin unser Schlüsselschwert. Denn es sind Feuerzauberer und wir können im Moment nur Feuerzauber. Von daher wäre es ziemlich dämlich, den mit Feuer klein beikommen zu wollen. Denn, wie ihr euch bestimmt denken könnt, die absorbieren Feuerelementare Magie. Dank der Ausweichrolle können wir auch den Zaubern der Feinde hier relativ gut ausweichen.
Und eben diese kleinen durchsichtigen Kügelchen, die geben uns Magie zurück. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Jetzt konnte ich es auch sehen. Und ansonsten überlege ich gerade. Ja, nee, doch, wir gehen auf jeden Fall noch weiter. Wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte zumindest noch durch das Wunderzimmer. Oh, Donald geht's auch nicht mehr allzu gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank kriegen wir das nervige Läuten nur, wenn Sora in Bredouille ist. Und wir befinden uns hier im Herztribunal, wo die gute Alice bei der Herzkönigin vor Gericht steht. Und darum ist der gute Herr hier ein bisschen zu spät. Denn immerhin ist es seine Aufgabe, die Gerichtsverhandlung zu starten. I'm on trial. But why? Her Majesty, the Queen of Hearts, presiding. This girl is the culprit. There's no doubt about it. Das ist aber eine faire Verhandlung. And the reason is because I say so, that's why. That is so unfair. Well, have you anything to say in your defense? Of course. I've done absolutely nothing wrong. You may be queen, but I'm afraid that doesn't give you the right to be so mean. Silence! You dare defy me? Eieiei, die Herzkönigin, das mag sie gar nicht. We should help her out. Ja. We're outsiders, so wouldn't that be muddling? Oh yeah, and that's against the rules. The court finds the defendant guilty as charged. Eieiei. For the crimes of assault and attempted theft of my heart. Off with her head! No, no! Oh, please! Hold it right there! Ich dachte, ihr wollt euch nicht einmischen. How dare you interfere with my court? Excuse me, but we know who the real culprit is. Uh-huh, it's the Heartland. Anyway, she's not the one you're looking for. That's nonsense. Have you any proof? Bringt mir Beweise für Alices Unschuld. Ansonsten heißt das ab mit all euren Köpfen. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid. Jetzt ist es unsere Aufgabe, Beweise für Alices Unschuld zu finden. Und ihr könnt euch schon mal merken, das war das letzte Mal, dass wir irgendwie was mit einmischen hören. Nicht ganz das letzte Mal. Es gibt später, wird es nochmal ganz kurz aufgegriffen. Aber im Großen und Ganzen, wir sollen uns zwar nicht einmischen, aber wir tun es einfach trotzdem, weil wir sind die Hauptcharakter und alles andere wäre ja dämlich. Ich werde hier die Aufnahme beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier, wenn wir die Beweise suchen. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute. Euer Tridi.